Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal die in Anführungsstrichen Hauptbosse aus dem 20-Mann-Raid-Dungeon namens Zul'Gurub an. Ich möchte bei den Bossen allerdings nicht so ins Detail gehen wie bei meinem BWL-Boss-Guide, da das einfach in Relation zum Schwierigkeitsgrad den Rahmen sprengen würde. Ich möchte euch jedoch zumindest die Kernmechaniken etwas näher bringen, damit ihr wisst, was euch erwartet. Da der Raid als Aufhol-Dungeon gedacht ist, um eher Twinks auszurüsten, pendelt sich der Schwierigkeitsgrad definitiv unter BWL ein. Die besten Items aus ZG habe ich euch in meinem letzten Video zusammengefasst, schaut da gerne mal vorbei, verlinke ich euch aber am Schluss des Videos. Wenn ihr mich zudem kostenlos supporten wollt, dann lasst doch super gerne direkt einen Daumen nach oben da. Vielen Dank auf jeden Fall. Zul'Gurub hat insgesamt 10 Bosse, wobei 4 davon optional sind. Die indirekten Hauptbosse bestehen aus den 5 Priesterbossen, welche jeweils einen Tieraspekt verkörpern und dem letzten Endboss namens Hakar einen mächtigen Verstärkungszauber gewähren, wenn sie noch am Leben sind. Tötet ihr diese also nicht, wird Hakar definitiv mehr als nur ein ganzes Stückchen härter. Als kleines Beispiel, solltet ihr den Fledermaus-Boss nicht in den Dreck befördern, macht Hakar zusätzlich AOE-Schaden und bringt den Raid zum Schweigen. Ist der Schlangenaspekt noch am Leben, gibt's Giftschaden ins Gesicht. Die Spinne gibt Hakar die Möglichkeit, euch einen Stun um die Ohren zu donnern und so weiter. Es bietet sich also für normalsterbliche Raids an, die 5 Priester-Tieraspekt-Bosse im Vorfeld zu besiegen. Neben den 5 Priestern sowie Hakar gibt es noch 4 optionale Bosse. Mandukir, welcher auch das Raptor Mount fallen lässt, Chindo, der vor allem starken Heiler-Loot droppt, Gasranka mit unter anderem dem Must-Have-Schmuckstück für alle Tanks für einen Boss in Naxxramas, sowie die Edge of Madness, bei dem einer von 4 möglichen Bossen erscheint. Dieser wechselt dann alle 15 Tage. Wie ihr allerdings 2 der 4 optionalen Bosse beschwört und vor allem wie ihr alle besiegt, zeige ich euch im zweiten Teil des Boss-Guides. Heute schauen wir uns nur mal die 5 Priester-Bosse sowie Hakar an. Starten wir also mit dem ersten Encounter namens Checklick, welcher den Fledermaus-Aspekt verkörpert. Nach dem Pull kommt sie euch in Fledermausform mit ein paar weiteren kleineren Fledermäusen entgegen. Der MT kümmert sich um den Boss, die Off-Tanks binden die Ads an sich. Zuerst mal alle DDs vollgas die Ads wegbomben. Wenn diese umgefallen sind, geht's auch schon auf den Boss. Dieser chargt jetzt noch in regelmäßigen Abständen den nächsten Spieler an, welcher nicht in Nahkampfreichweite ist, macht 1000 Schaden und bringt diesen zum Schweigen. Stellt also am besten einen Hunter zwischen das Melee und dem Range-DD-Camp, dann bekommt dieser die besagten Charges ab. Außerdem schmeißen herumfliegende Fledermausbomber euch Feuer auf den Kopf, nicht drin stehen bleiben und direkt rausrennen. Sollten jetzt nochmal Fledermäuse erscheinen, die Off-Tanks wieder ran und an euch binden, anschließend bomben. In Phase 1 bringt sie zudem hin und wieder die nahegelegenen Spieler zum Schweigen, sollte ich aber nicht wirklich stören. Stellt euch zudem nicht vor dem Boss, da ihr eine Art Cleave in einem Radius nach vorne macht. Ab 50% Leben bzw. Phase 2 verwandelt sie sich in ihre normale Gestalt, hebt euch für jetzt eure CDs auf und knallt rein, was geht. Sie versucht sich jetzt zudem zu heilen, unterbrechen ist also angesagt, was auch fast das Wichtigste in einem Kampf ist. Ihre Schadensfähigkeit Gedankenschinden ebenfalls einfach direkt kicken. Außerdem verwendet sie N4, die alle Gegner in der Nähe trifft. Entweder davor mit Hilfe von DBM out of range gehen, Shami totem stellen oder auf eine andere Art die Furcht brechen. Jetzt noch Schattenwort Schmerz dispellen und fertig. Das war's auch schon. Zusammengefasst, das Schwerste in einem Kampf ist wirklich das Unterbrechen der Heals. Bleibt zudem nicht im Feuer stehen, welches die Fledermäuse auf euch werfen. Die Off-Tanks binden immer die Ads an sich und haben allgemein Priorität. Kickt wie erwähnt die Heals, aber auch die Damage-Fähigkeiten wie Gedankenschinden und dispellt den Dot. Das Wichtigste an dem Trash vor dem Boss, besser gesagt die Fledermaus-Packs, ist, dass ihr wisst, dass diese beim Ableben explodieren. Raus mit den Midis, sonst macht's Aua. Kommen wir auch schon zum zweiten Boss namens Vinoxus, welcher den Schlangenaspekt verkörpert. Der Boss ist meiner Meinung nach super einfach. Ein Tank pullt den Boss und zieht diesen links von der Treppe hin, da er AOE-Flächenschaden via Kettenblitz und Heiliger Nova macht. Die Schlangen-Ads können einfach geschiebt und eins nach dem anderen von den DDs umgehauen werden. Viele lassen das nur die Melees machen und die Range-DDs ballern direkt auf den Boss. Würde ich euch ehrlich gesagt auch so empfehlen, vor allem wenn ihr schon etwas besser ausgerüstet seid. In Phase 2, also ab 50%, verwandelt sich der Boss in eine Schlange und zieht eine grüne Wolke hinter sich her, welche ganz guten Schaden macht. Der Tank zieht den Boss jetzt einfach im Rückwärtslaufen durch den Raum. Die Melee-DDs gehen jetzt rein und schauen, dass sie natürlich nicht direkt in die Wolke laufen. Die Range-DDs nach wie vor drauf, bis die Schlange im Dreck liegt. Dispellen und Purgen nicht vergessen. Der dritte Boss namens Mali verkörpert den Spinnenaspekt und ist zudem der dritte von 5 Priestern, welchen HK eine Fähigkeit verleihen. Zum Pull tötet ihr erstmal alle Ads, welche immer Prio haben, da diese, umso länger sie leben, stärker werden. Erscheinen also Ads, direkt umhauen. Zudem muss hier dauerhaft Gift entfernt werden. Horden-Shammies also immer tot umstellen, ihre Lebensraubfähigkeit zudem direkt unterbrechen. Sobald sie sich in eine Spinne verwandelt, werden alle Melees eingenetzt und die Aggro resettet. Sie rennt jetzt also auf euer Caster-Heiler-Camp zu. Dort habt ihr allerdings einen Tank abgestellt, der die Spinne direkt an sich bindet und wieder zurück in das Melee-Camp zieht. Bei der Allianz könnt ihr euren MT aber auch einfach via Paladin-Segen des Schutzes befreien. Auch allgemein kein schwerer Kampf. Zusammengefasst, Spinnen-Ads sind First Target, fleißig entgiften, Lebensraub unterbrechen und Off-Tank im Caster-Camp dauerhaft abstellen, sodass dieser den Boss wieder zurückbringen kann.
Der vierte Priester, den ihr für den reibungslosen Kill von Hakar töten müsst, nennt sich Fekal und hat zwei Ads namens Lorcan und Seth. Alle drei müssen gleichzeitig sterben, diese können zudem alle entwaffnet werden, tut das auf jeden Fall auch. Tötet also zuerst die Tiger-Ads und teilt für jeden Troll einen Tank ein. Tankt diese ein Stück auseinander, stellt zudem bei Lorcan Schurken oder andere Klassen ab, die seinen Heal unterbrechen können. Fekal kann relativ einfach getankt und gespankt werden. Seth blendet und stunt den aktuellen Tank, stellt für diesen also einen weiteren Tank ab oder, und das ist fast einfacher, lasst diesen durch zwei Hunter kiten. Jetzt haut ihr nacheinander die alle Trolle einfach auf 15% Leben. Fangt am besten bei Lorcan an, geht dann auf Fekal und dann auf Seth, welcher gerade gekitet wird. Ist dieser ebenfalls bei 15%, zieht alle zusammen und bombt, was das Zeug hält. Den Heal weiterhin unterbrechen. Sind alle drei Trolle tot, beginnt die nächste Phase und er verwandelt sich in den Tiger-Aspekt. Das heißt, dass alle CDs ziehen und runterbursten. Wenn Ads erscheinen, diese kontrollieren bzw. schnell töten. Getankt wird er mit dem Rücken zur Wand. Die bedeutendste Fähigkeit ist hier nämlich ein Pushback, welcher die Aggro verringert, sowie ein Charge. Ein zweiter Tank, welcher ebenfalls an dem Boss steht, bzw. zwischen Boss und Range Camp, kann diesen dann direkt übernehmen. Jetzt noch auf 0% Leben runterhauen und schon ist auch dieser Encounter gemeistert. Wenn ihr ganz viel Glück habt, droppt hier jetzt sogar noch das Mount. Der letzte Priesterboss namens Arlok, welcher den Panther widerspiegelt, befindet sich im Keller eines Tempels. Diesen könnt ihr beschwören, indem ihr den Gong hämmert. Macht das aber mit Bedacht, der Bossfight geht nach dem Klicken des Gongs nämlich direkt los. Stellt euch also im Vorfeld schon mal auf, Melee Camp mittig und Range und Heiler DD Camp abseits dahinter. Für den Bossfight selbst benötigt ihr zwei Tanks, da einer in regelmäßigen Abständen gestunt wird. Zudem erscheinen Panther-Ads, die allerdings nicht Elite sind. Diese wurden früher gekitet, mittlerweile kann man aber allerdings einen dritten Tank dafür abstellen, am besten einen Tankpaller bzw. einen Bärdruiden, der die Panther etwas an sich bindet. Der Main Damage geht jetzt nach wie vor auf den Boss, da die Panther sowieso respawnen. Die Ads werden nebenbei mit umgeklieft. Arbeitet zudem mit Eisfallen von Huntern. Prio hat aber auf jeden Fall der Boss, außer eure Heiler haben die Ads am Hintern. Ein Raid-Mitglied des Schlachtzugs bekommt außerdem ein Mark von dem Boss. Auf diesen werden jetzt alle Panther losstürmen. Sollten sie euch als Caster zu nahe kommen, dann haut man 4 oder andere Crowd-Control-Fähigkeit raus. Snowball bietet sich zum Beispiel hier an. Nach einer gewissen Zeit verschwindet dann Arlok, jetzt müssen alle Ads umgebombt werden. Wenn der Boss wieder auftaucht, muss dieser ganz schnell von einem Tank übernommen und auf die alte Position gebracht werden. Beim Auftauchen verursacht dieser wirklich extrem viel Schaden bei den Spielern. Der Übergang muss da super schnell funktionieren. Stellt euch am besten in der Phase, wo der Boss verschwunden ist, als Heiler und Caster mit dem Rücken gegen die Wand, dann kann er laut Tests auf dem PTR nicht hinter euch spawnen. Wenn er wieder auftaucht, geht das Ganze von vorne los, nur dass die Ads noch schneller spawnen. Zieht jetzt vor allem eure CDs und knallt raus, was geht. Beachtet also, das ist wirklich einer der wenigen Fights, bei denen ihr die Ads nicht priorisieren müsst. Allerdings auch nicht komplett ignorieren sollt. Tankt diese off und tötet hin und wieder ein paar Panther, vor allem wenn sie euren Stoffis zu nahe kommen. Sobald der Boss verschwindet, habt ihr dann ja sowieso Zeit, diese zu bomben, bis er sich dann wieder blicken lässt. Nachdem ihr also alle 5 Priesterbosse in den Dreck befördert und mit jedem Kill dem Endboss Hakar eine Fähigkeit geklaut habt, könnt ihr diesen bedenkenlos angehen. Hakar befindet sich auf der Plattform in der Mitte des Dungeons. Getankt wird der Boss genau da, wo er steht, nur mit dem Rücken zum Raid. Die Caster und Ranged DDs verteilen sich jetzt alle so gut es geht um den Boss herum und halten Abstand. Das müsst ihr tun, damit seine erste Fähigkeit namens Verderbtes Blut nicht überspringt. Die zweite Fähigkeit ist dann Mind Control. Damit wird der aktuelle Tank übernommen und mit 150% Movement Speed und 100% Attack Speed verstärkt. Dieser muss direkt geschiebt werden und der zweite Tank muss HK übernehmen. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr vor dem Pull beim Verteilen der Spieler eure Magier ordentlich aufteilt. Dispel nicht vergessen, sobald der Tank nicht mehr übernommen ist. Eine weitere Fähigkeit nennt sich Bluttrinker. Alle 90 Sekunden stunt er alle Spieler, fügt diesen Schaden zu und heilt sich über deren Leben. Das könnt ihr allerdings verhindern und sogar umdrehen, indem ihr im Vorfeld einen Sohn von Hakar tötet und in seinem grünen Gift badet. Kommt nun die Fähigkeit Bluttrinker, werdet ihr zwar gestunt, fügt dem Boss aber Schaden zu. Die Söhne von Hakar fliegen auf einer Plattform weiter unten herum und müssen frühzeitig nach oben gepult werden. Habt ihr genügend Magier, dann kann ein fest eingeteilter Mage diesen nach oben pullen und im Schieb halten. Sonst muss dein Hunter den Sohn auf jeden Fall rechtzeitig nach oben kiten und in eine Eisfalle packen. Anschließend bei Bedarf natürlich schieben. Wenn die Fähigkeit Bluttrinker noch 20 Sekunden entfernt ist, tötet ihr den Sohn und ab geht die grüne Party. Ab 5% HP geht Hakar dann in einen Enrage und haut extrem viel Schaden raus. Es bietet sich also an, ein paar Cooldowns für die besagten letzten 5% aufzuheben. Im zweiten Teil geht es dann um die 4 optionalen Bosse und wie man 2 von diesen überhaupt beschwört. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben und vielleicht da sogar ein Abo mit aktivierter Glocke da. Hilft mir auf jeden Fall sehr. In diesem Sinne, viel Spaß in Zul'Gurub und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.